Ey, Königin, sag uns, wo der Traumgemach ist. Herzlich willkommen zurück zu Satinavs Ketten. Schwarze Auge. Wir haben im letzten Teil, glaube ich, alle Prüfungen beendet. Und dementsprechend quasseln wir die Guteste jetzt einfach mal an, in der Hoffnung, dass sie den Schlüssel rausrückt. Eure Majestät. Hat er die Aufgaben gelöst? So, was haben wir denn? Wir haben die Vogelmann-Statue zum Sehen gebracht. Seht aus dem Fenster. Sieht euch der blinde Vogelmann nicht an? Das tut er. Wir wissen nicht wie. Doch der Jüngling hat diese Aufgabe gemeistert. Damit hat er dreimal das Unmögliche möglich gemacht. Das Schicksal scheint keinen Zweifel an ihm zu haben. Nehme er den Schlüssel zu den Traumgemächern und verlasse unser Reich, wenn er es vermag. Vielen Dank, Majestät. Ja. Ah, so. Haben wir den Schlüssel? Schlüssel. Das heißt, wir gehen hier raus und werden den Schlüssel vermutlich mit dem Sockel kombinieren können. Jawohl. Ups. Und rein. Oh. Die Harfe. Die Harfe. Gib die Harfe. Das Tor ist auch futsch. Es geht unendlich nach links weiter. Dann vermutlich auch nach rechts. Oh, haben wir einen Leuchtkristall mitgehen lassen? Das war nicht beabsichtigt. Das Feentor. Du willst auf die andere Seite, Nachthaar? Wer? In den Murmelwald hinab? So schnell wie möglich. Sandorin, Amorindal, Amil, Amis. Was? Du musst bleiben, Nachthaar. Wie? Nein, ich muss... Du musst bleiben, Nachthaar. Wieso? Wollen wir aber gar nicht. Hey, hallo. Ein Jüngling? Welche Zeiten? Ich bin Geron aus der anderen Welt. Warum bist du nicht meine Schwester? Wie? Was meint ihr? Allein meiner Schwester ist es erlaubt, die Traumgemächer zu betreten. Oh Gott, ist sie im Vollsuff? Schwester der Königin. Ist die Königin eure Schwester? Sie hat mir den Zugang in die Traumgemächer gewährt. So? Welche Zeiten? Verschlossenes Tor. Ich muss zurück in meine Welt, aber dieses Tor lässt mich nicht durch. Ja, ein Schatten lastet auf dir, wie auf ihnen allen. Sie sind besessen von dem, was kommen mag. Vor dem Vergangenen aber fliehen sie. Sie stellen sich ihren Ängsten nicht. So sind sie rastlos und finden keine Ruhe im Hier und Jetzt. Bitte, ich muss durch das Tor. Das Tor prüft uns. Es versperrt sich jedem, der von Ängsten getrieben ist. Königin? Was tut die Königin hier in den Traumgemächern? Sie kommt, um Träume zu begehen, die von der Zukunft handeln. Der Zauber der Harfe soll ihr das Kommende zeigen, doch sie quält sich mit diesen Träumen. Welche Zeiten? Die Harfe lässt einen von der Zukunft träumen? Von der Zukunft oder von der Vergangenheit. Der Vogelmann offenbarte uns, wie sie das kann.
Doch geschaffen war sie dafür nie, sondern um den Feen zu helfen, sich von dunklen Träumen zu befreien. Der Vogelmann, ich verstehe. Verschlossenes Tor. Was verstehst du denn, Geron? Ich verstehe nix. Verschlossenes Tor, jo. Warum lässt mich das Tor nicht durch? Das Tor prüft uns. Es versperrt sich jedem, der von Ängsten getrieben ist. Okay, das hatten wir schon. Welche Zeit? Zauber der Harfe. Die Harfe vertreibt dunkle Träume? Mich quält schon lange ein Traum, aber ich weiß nicht, was er zu bedeuten hat. Dunkle Träume Pein wächst aus Ängsten, die dich jagen. Die Harfe ist ein Auge in deine Seele. Durch sie wirst du deine schlimmsten Ängste überwinden oder an ihnen verzweifeln. Nee, verzweifeln wollen wir nicht. Traum bezwingen. Ich will mich meinem Traum stellen, wenn ihr es erlaubt. Der Weg in die Gemächer war dir gewährt. So auch der Weg in deinen Traum. Was muss ich tun? Du musst in deine Seele treten und die Splitter deines Traumes zusammentragen. Was? Splitter? In meine Seele treten? Ich helfe dir. Die Musik wird dich in tiefen Schlaf kann versetzen und Teil deiner treten, Seele Fee. Werden. Ordnest du die Splitter, wird dein Traum sich aufklären, wie auch die Ängste, denen er entspringt. Das klingt alles so kompliziert. Bist du bereit, deinen Traum zu begehen? Na klar. Auf geht's. Ich bin bereit. Dann setz dich und erzähl mir von deinem Traum. Woran erinnerst du dich? Ich weiß nicht genau. Keine Scheu. Es gibt keine Fehler. Sprich aus, was dich jetzt einholt. Denn das sind die Splitter, die zu ordnen sind. Also gut. Eine Menschenmenge, die sich wie ein Vorhang vor mir teilt. Immer wieder höre ich eine unselige Stimme. Eine schwarze Feder fällt vom Himmel herab. Da ist ein Feuer, das auf einem Scheiterhaufen brennt. Ein Mann hält einen hölzernen Reif in den Händen. Hui, schwupps, weg ist er. Nun geh und sammle die Splitter deines Traums ein. An der Harfe kannst du sie ordnen. Aha. Gut, wir befinden uns also wieder am Anfang. Hier, wo das Bild von Gerons Eltern hing, hängt jetzt ein Bild der Traumweberin. Traumweberin? Ja. Ja, man kann mit ihr kommunizieren. Quasi mit Videobild. Eine Art von altem Skype. Aufgabe? Was muss ich noch gleich tun? Suche nach Zeichen und Dingen, die dich an deinen Traum erinnern. Doch sei gewarnt. Verworren ist die Ordnung der Träume. Die Splitter mögen eine andere Gestalt haben, als du erwartest. Sobald du sie gefunden hast, musst du die Splitter an der Harfe ordnen. Gut, Harfe. Welche Harfe meint ihr? Jeder Haken eine Saite. Jede Saite ein Splitter. Jeder Splitter ein Haken. Ach, die Sache hat doch auch einen Haken. Splitter? Woran erkenne ich die Splitter? Sie sind das, woran du dich erinnert hast. Eine Menschenmenge, die sich wie ein Vorhang vor mir teilt. Immer wieder höre ich eine unselige Stimme. Eine schwarze Feder fällt vom Himmel herab. Da ist ein Feuer, das auf einem Scheiterhaufen brennt. Ein Mann hält einen hölzernen Reif in den Händen. Finde die Splitter und ordne sie in sinniger Reihenfolge an der Harfe. Gut, dann machen wir ich das einfach weiter. Mal. Ohne Eile. Naja, ein bisschen Eile haben wir schon. Ah, hier sind die Haken, vermutlich. Die Kabufftür. Oh, unser Inventar ist leer. Du musst bleiben, Nachthaar. Okay. Du musst bleiben, Unglücksbringer. Was meint ihr mit Unglücksbringer? Kleiderkiste öffnen? Du hast uns alle umgebracht. Ich bringe alles wieder in Ordnung. Unheilsbringer. War da gerade ein Licht rechts alles in diesem traumwabernden Nebel? Oh,
Zauberflöte. Okay. Ach, wir können sogar in die Truhe hineinsteigen. Jetzt wird's bizarr. Jetzt wird es bizarr. Die Zeit schläft und niemand weckt sie auf. Die Zeit schläft. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Können wir den Schlüssel da dran hängen? Ah nein, aber für die Kabufftür. Und wieder geht's hinein in den Nebel. Jetzt sind wir in Noris altem Lager. Die Federn mopsen wir uns. Nori, oh. Sie gehört jetzt mir, Vogelfänger. Könnte meinen, der fehlt der komplette... Du bist es. Unterboden. Du bringst das Ende. Du bist es. Du bringst das Ende. Du bringst das Ende. Ja, hoffentlich das gute Diese Ende. Diese entsetzliche Stimme. Du bist es. Ich will, dass sie verstummt. Sie soll schweigen. Hexenbalg! Können wir irgendwas hier kombinieren? Oh, ja. Flöte ich auf Farbe. Ich weiß gar nicht mehr, wie man spielt. Ja, so war das. Schwupps. Endlich. Endlich, endlich Ruhe. Können wir mit Nori quasseln? Nori, ich... Sag einfach nichts. Ich weiß doch, ich will nur, dass du... Dass du an mich denkst. Hier. Dieser Reif ist für dich. Damit du mich nicht vergisst und mich nicht aufgibst. Das hätten wir auch ohne den Reif nicht getan. Oh, wir haben das Artefakt des Sehers. Dio Valendo, Geon. Dia Valende, Nori. Dia Narindilin. What? Aufwachen, Geron. Nein. Nein, noch nicht. Ich muss noch weiter schlafen. Puh. Okay, save. Nein, nichts kombinierbar. Auch nicht. Feder. Nein. Schlüssel. Auch nicht. Gut, ich glaube, hier gibt es nichts mehr zu tun. Also raus hier. Wir schon irgendwas an die Haken hängen? Ah, da müssen wir die wahrscheinlich. Oh. Können wir das nur an den mittleren hängen? Nein, nein, nein. Okay, das heißt der Ring. Wobei wir den lieber nochmal mitnehmen. Vielleicht müssen wir den mit irgendwas kombinationieren. Raus hier. Oh. Jetzt sind wir vor dem Wagen. Kommen wir zum Feuer? Erstarrtes Feuer. Kann man das einfach so ins Inventar packen, das erstarrte Feuer? Es ist gar nicht heiß. Die Zeit schläft und niemand weckt sie auf. Der Sand rieselt nicht mehr. Iron ist auch selber ein bisschen verlangsamt. Ha. Feuer. Reif. Das sind wahrscheinlich auch alle Teile, die wir jetzt haben. Jawohl, Feder in die Mitte und... Schlüssel nach links.
Okay, es hat zwar nicht geleuchtet, aber es hat funktioniert. So, und jetzt können wir mit Traumweberin sprechen. Traumweberin! Ja? Was muss ich noch... Suche nach... Doch sei gewarnt, die Splitter... Sobald du sie gefunden hast, musst du die Splitter an der Harfe ordnen. Ja, geordnet haben wir jetzt, nicht? Ich suche weiter. Ohne Eile. Tja, hier irgendwas scheint da noch nicht richtig zu sein. Können wir die denn auch tauschen? Okay, die können wir doch tauschen. Also hat nicht jeder Gegenstand seinen angestammten Platz. Können wir ihn einsacken? Komm zurück! Komm zurück! Nee. Wir haben ja noch unsere Heil- und Zerstörzauber. Sollen wir damit irgendwas machen? Ich mache alles wieder heil. Ich bringe alles wieder in Ordnung. Okay, das geht nicht. Es ist nicht gut, wenn Dinge kaputt sind. Können wir den Bilderrahmen zerstören? Du hast es doch nicht schon wieder zerbrochen, Geron. Es war ein Versehen, Mutter. Mutter? Ich mache alles wieder heil. Ich bringe alles wieder in Ordnung. Können wir die Sanduhr da oben zersplittern lassen? Es ist nicht gut, wenn Dinge kaputt sind. Aha. Oh nein. Oh nein, Geron. Oh ja. Die Glasscherbe. Eingesackt. So, was können wir jetzt damit machen? Können wir die auch da dranhängen? Das ist kein Seil, kein Leder und kein Butterbrot. Alles klar. Seil, kein Leder, kein Butterbrot. Gut aufgepasst, Geron. Können wir mit dem Vorhang abschnibbeln? Oh ja. Du hast uns alle umgebracht. Warum hast du uns umgebracht? Wen haben wir umgebracht? Alle? Der Seher hat es gewusst. Er bringt das Ende, hat er gesagt. Hört auf. Warum hast du uns umgebracht? Hört auf! Redet, was ihr wollt, aber ich werde Nori retten. Nori muss gerettet werden. Gut. Können wir den Vorhang darauf hängen? Aha. Okay, wir haben wieder einen Gegenstand, den wir dranhängen können. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück schon. Einer davon ist nicht der richtige. Nur wer? Vielleicht die Zauberflöte mit Stimme. Endlich. Endlich, endlich Ruhe. Die Stimme ist von dem Raben, den wir eingefangen haben, vermutlich. Gut. Wie die Gegenstände richtig einsortiert werden an die Hakenharfe. Versuchen wir im nächsten Teil rauszubekommen. Bis dahin, danke fürs Zusehen und macht et jo. Tschüssi.